Herzlich willkommen zu unserem ersten Fahrtechnik-Video. Ich heiße Oliver Sonntag und ich will euch heute die wichtigsten Sachen beim Mountainbiken zeigen. Und zwar, wie steht man eigentlich richtiger auf dem Mountainbike? Bevor das Ganze aber losgeht, checken wir vorher nochmal unser Sportgerät und unsere Ausrüstung. So, servus! Wir beginnen mit unserem Bike-Check. Und zwar fangen wir einmal von oben nach unten an, checken alles durch. Zuerst schauen wir mal, ob die Griffe fest sind. Einmal fest verdrehen, passt. Bremsen sollten auch fest sein, allerdings nicht zu fest, weil für den Fall, dass man stürzt, sollten die sich noch verdrehen lassen. Dann bricht der Hebel hier nicht ab. Als nächstes mal schauen, ob Lenker fest ist, indem wir vor das Rad gehen. Hier mal links und rechts wackeln. Den Steuersatz können wir überprüfen, ob der fest ist, indem wir die Vorderradbremse ziehen, mit dem Daumen und Zeigefinger hier draufgreifen und einmal vor und zurück wackeln. Das Ganze darf natürlich kein Spiel haben. So, schauen wir mal weiter. Thema Reifendruck. Die Reifen dürfen nicht zu voll sein, das heißt, wenn wir hier drauf drücken, muss sich der Reifen unten noch am Boden anpassen können, sonst haben wir nicht genug Grip. Die Steckachsen beim Fahrrad müssen natürlich fest sein. Wichtig bei euch, dass die Hebel nach oben oder nach hinten zeigen. Und wenn ihr hier am Vorderrad wackelt, dann darf das Ganze natürlich kein Spiel haben. Genauso hinten. Wenn ihr hier mal am Oberrohr festhaltet, das Hinterrad greift, hier links und rechts wackelt, könnt ihr schauen, ob eure Achse fest ist. Beziehungsweise bei den Pulli-Fahrern auch, ob die ganzen Gelenke hier am Rahmen fest sind. Gut. Dann, ganz wichtiges Thema noch, die Bremsen. Sollten natürlich funktionieren, wenn wir bergab fahren. Das heißt, wenn ihr die Bremsen zieht, schaut, ob sie hier am Druckpunkt auch halten und nicht näher zum Lenker hinwandern. So kann man halt feststellen, ob Luft im System ist oder ob irgendwie was anderes nicht passt. Auch mal fest nach vorne und nach hinten durchschieben, schauen, dass die Bremsen auch greifen. Genau, dann schauen wir uns nochmal das Fahrwerk an, dass das richtig eingestellt ist auf euer Gewicht. Wenn ihr auf dem Rad steht, ganz normal, dann sollte die Federgabel ungefähr 30% vom Federweg eingefedert sein. Bei manchen Gabeln könnt ihr das über die Luft einstellen, bei anderen dann wieder über die Stahlfeder. Und das gleiche gilt beim Dämpfer. Ich habe jetzt hier auch einen Stahlfederdämpfer. Da muss dann die Federhärte zu eurem Gewicht passen. Und wenn das Ganze passt, müsst ihr auch noch die Kompression und den Rebound richtig einstellen. Das ist einfach der Ölfluss, der in den beiden Teilen hier gehemmt wird. Und ganz besonders wichtig ist hierbei, dass der Rebound nicht zu schnell ist. Das heißt, bei der Federgabel, wenn wir fest einfedern und loslassen, dann darf die Gabel nicht das Rad nach oben schießen, dass wir immer schön Bodenkontakt behalten. Das gleiche gilt für den Dämpfer. Wenn man hier mal fest einfedert, dann darf das nicht zu schnell wieder rauskommen. Genau, das war unser kleiner Bike-Check. Und wenn das alles passt, dann sind wir quasi bereit für den Trail.